im dritten Viertel. Chesky aus dem Dribbling am besten rum hier durch die Coburg Arena, denn der hat ihn zu schaffen gemacht. Der Kevin Franceschi jetzt. Boom, der Gäste aus Schwenningen 8 zu 10. Hier. Und in dem Fall holt sich die Starewitsch da den. In der Situation. Und das macht auch Kevin Franceschi aus dem Dribbling mit dem nächsten Dreier. Gute Verteidigung von Max von der Wippel und jetzt Chase Adams, da soll er hochgehen. Den Ball jetzt seinerseits nach vorne, findet wieder Franceschi, der aus der Topscorer der Gießen. Die Coburger noch. Nachdem alles herumfällt. Das ist nicht schön. Hoffentlich geht es dem Jungen wieder gut. Der kurzen Rotation soll ein Thema werden. Selbstleben, den lässt sich jetzt nicht entgehen. Spielt sich da von Marc zurecht, nimmt den Dreier, trifft den Dreier. Das merkt man schon, deutlich präsenter. Kommt jetzt wieder besser, man ist wieder intensiver dran, man zwingt die Gäste wieder zu schwereren Würfen. Ja, schöner Zug zum Korb, warum über die Mannschaftsvollgrenze hinaus? Kevin Franceschi, genau das macht er jetzt. Und mit leichten Puck. Center da gleich voll bei der Sache ist. Dann voll das erste Mal durch. Dürfte Basketballfans ein Begriff sein. Der Franceschi jetzt gegen Krauser, da kommt er relativ mühelos vorbei. Ja, jetzt haben wir doch das direkte Chance zum Fastbreak vertan und jetzt. Mismatch, Franceschi gegen die nächsten Punkte. Ja, jetzt wieder Franceschi, ist der Ace im Laufe seiner Karriere. Ein guter ist auch Kevin Franceschi, denn der hier mit dem nächsten Stil. Jetzt sucht er den Abschluss am Ring und nächste Chance für den BBC Coburg. Jetzt Vorsprung wieder auf 11 angewachsen. Nächster Dreier von Kevin Franceschi, ja. Kevin Franceschi diesmal zwar nicht mit den Punkten, aber holt sich den Offensivrebound und jetzt hat er ja sitzen gegen sich, den stellt er sich zurecht, nimmt den Dreier und macht den Dreier. Ryan Butler kann den Rebound.
Fahne führt. Jetzt aber das End-One. Francesco im 1 gegen 1 gegen die Maus. Und 50% aus dem Feld ist aber immer noch eine Top-Quote. Wochen wieder dabei. Am 22.12. dann geht es im Franken-Derby gegen die TGS Oliver Würzburg.